hier in den Shop. Vielleicht gibt's ja was Nettes. Willkommen in Rasas Laden. Was möchtet ihr kaufen? Tee, Zucker, Whisky, Waffen, nichts. Waffen. Sämtliche Waffen und Rüstungsteile wurden für den Krieg beschlagnahmt. Schaut wieder vorbei, wenn der Krieg zu Ende ist. Dankeschön. Gibt's was anderes? Tee? Tee, das macht 25 Gold. Ja, nehmen wir mal mit. Aromatisierten Tee. Riecht echt gut, aber schmeckt nicht, glaube ich. Danke. So, was gibt's da noch? Zucker. Das macht 15 Gold. Kaufen wir. Was auch immer wir damit anfangen können. Grundnahrungsmittel für alle Kinder unter 10. Ja, dann drehen sie alle durch. So. Whisky. 15 Gold. Ja. Geiler Tee, hat sich gelohnt. Auf jeden Fall Jahrgangswhisky. Trinkt bitte in Maßen, oder was da stand? Okay, gut. Also wir haben jetzt Sachen gekauft. Macht nichts, ihr seid köstlich. Ja. Wir haben ja genug gekauft, bin ich der Meinung. Und was gibt's hier? Also, wenn da ein Herzchen ist, ist das ein Bordell? Also, ich meine, hier stehen ja ganz viele Mädels rum und da war ein Herzchen draußen. Willkommen im Waisenhaus. Oh Gott, ich bin ja fies. Oh Gott, tut mir leid. Ich dachte, das wäre ein Bordell. Es ist ein Waisenhaus. Huch. Willkommen im Waisenhaus von Genua. Wir nehmen uns all der Kinder an, die ihre Eltern im Krieg und anderen Katastrophen verloren haben. Das erfordert pausenlosen Einsatz jeden Tag, jede Stunde und leider auch jede Sekunde. Ich denke immer nur an das eine, ey. Das ist halt wirklich traurig. Es tut mir leid. Hallo! Ja? Mann. Hätte in dem Spiel auch sein können. Das rothaarige Mädchen ist wirklich nett. Ja, ja. Fragt sie nur. Wir beiden haben solchen Spaß zusammen. Ich bin so ein süßes Mädchen. Stimmt's? Hä? Ja? Was? Ich kann euch nicht hören. Sagt, dass ich süß bin. Sagt es. Ja. Hehe. Ich glaube, ich muss gleich aufs Klo. Ich habe Hunger. Wann essen wir endlich? Mir ist langweilig. Wollt ihr ein Spiel spielen? Nein. Ich ruhe mich nur kurz aus. Oh, ich hoffe, sie lassen mich in Ruhe. Wahrscheinlich muss ich jetzt hier gleich aufpassen. Was ist denn hier in der Kiste drin? Ich konnte hier nicht mal Ja sagen zum Spiel. Ganz ehrlich, ja, das Herzchen. Wer hätte da nicht dran gedacht? Was gibt's denn hier noch? Anni will erstmal das Waisenhaus plündern. Ja, möchte ich. Vorerst darf niemand das Gefängnis betreten oder verlassen. So lautet der Befehl der Leutnants. So ein Ärger, ich sitze hier fest. Dabei habe ich eine Verabredung mit einer Kellnerin aus dem Gasthaus. Wenn ich diesen Gefangenen zu fassen kriege, werde ich ihn selbst einen hübschen Tunnel graben. Aha, schön. Geht ins Waisenhaus und klaut alles aus den Kisten. Ja. Wenn du die ausraubst, dann müssen die vielleicht doch ein Bordell draus machen. Ja, also, ne? Ich kann jetzt auch nicht für das Leid anderer. Es tut mir ja herzlich leid. Ach so, hier war jetzt ja auch nichts weiter. Gut, ich würde sagen, warte mal. Haben wir mit ihr schon gequatscht? Mein Verlobter ist zur Mayenne-Brücke aufgebrochen, um diese fürchterlichen Dämonen zu bekämpfen. Ich mache mir solche Sorgen um ihn. Was, wenn er ganz entstellt zurückkehrt und eine Narbe sein hübsches Gesicht verunstaltet? Alle Oberflächliche. Wir gucken uns noch ein bisschen um. Und dann gehen wir nochmal schauen, was jetzt der Typ will. Ob der immer noch 330 Gold will. Willkommen bei Wokdonalds. Die Küche ist noch geschlossen. Schaut später nochmal vorbei. Wokdonalds, wisst ihr Bescheid? Der gute Asia-Burger aus dem Wok. Ja, 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 Uschi, wir haben gerade schon geredet. Ich bin so stolz auf meinen kleinen Dalkin. Sein Sinn für Gerechtigkeit war immer schon so ausgeprägt und jetzt ist er ein wichtiger Mann. Ich hoffe nur, der Krieg verändert ihn nicht und dass er immer mein süßer kleiner Junge bleiben wird. Naja. Krieg ist nie gut.
Wer bist du? Verflixt, die Zauberer haben schon wieder die Bibliothek in Beschlag genommen. Seit sie in der Stadt eingezogen sind, kommt man kaum noch hinein. Ich frage mich, wonach sie da drinnen suchen. Jedenfalls kann ich die nächste Folge der Abenteuerserie um den Piraten Roberts immer noch nicht lesen. Ja, wir kommen da auch nicht rein. Oder kommen wir doch rein? Typisch Mama, ja, die hält immer die größten Stücke auf ihr Kind, egal was es macht. Und Hallöchen, Wakebase. Guten Abend. Ist ja schon Abend, ist ja schon wieder 6:30, ey. Hui. So, mit denen kann man nicht reden, mit den Zauberern. Ich glaube nicht, dass unser geliebter Kaiser wirklich einen Krieg gegen die Dämonen anzetteln wollte. Schließlich stand er auf gutem Fuß mit ihnen. Warum also dieser Krieg und warum gerade jetzt? Das frage ich mich auch, aber es wird seine Gründe geben. So, wir gehen mal hier zum Mister. Wie kommen wir denn jetzt in den blöden Innenhof? Vom Innen aus, ne? Bei uns ist das Internet noch nicht weggeflogen. Und draußen ist auch recht ruhig jetzt gerade, vom Wetter her. Vorhin war es etwas ungemütlich. Viel Regen und Wind und so. Aber ja, also jetzt ist eigentlich okay draußen. Aber bei euch steht noch alles. So, ihr wollt die Stadt verlassen. Das sollte sich arrangieren lassen. Ja, das kennen wir schon. Das hat er vorhin schon gesagt. So, mal gucken, wie viel er jetzt will. Also ich glaube wirklich, dass es weniger ist. Ja, 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 ja. Komm, wie viel haben wir? Ja, 270. Also tatsächlich, ne? Es hängt davon ab, wie viel wir noch haben. Ja, komm, nimm unser letztes Geld. Wir haben noch ganze 7 Gold. Bei euch geht's auch wieder, obwohl es eine schwere Unwetterwarnung gab. Ja. Der halbe Garten entwurzelt. Das Internet ist noch da. Das ist das Wichtigste im Henker, ne? So, regt euch nicht auf, ihr habt euch mein Vertrauen jetzt verdient für 270 Gold. Also, so läuft es. Ihr bringt mir weitere 150 Gold und ich bringe euch heraus. Oh, und natürlich könnt ihr gerne ablehnen, aber eure Kaution behalte ich dann ein, versteht sich. Ich darf wohl davon ausgehen, dass ihr einwilligt? Ja, aber nochmal 150 Gold. Unglaublich. Ich schätze mal, ihr habt das Geld nicht. Oder nicht mehr. Irre ich mich? Wenn ihr hier weg wollt, werdet ihr wohl dafür arbeiten müssen. Ich weiß, ein furchtbarer Gedanke. Ich versuche selbst tunlichst, das zu vermeiden. Aber manchmal heiligt der Zweck eben die Mittel. Meine Assistentin im Gasthaus kann euch sicher ein paar Gelegenheitsjobs vermitteln. Dafür werdet ihr dort übernachten müssen. Ich weiß, ein 5-Sterne-Hotel ist es nicht. Aber denkt nur an morgen, wenn ihr frei und meilenweit vom Kaiserreich entfernt seid. Viel Glück! Finn, seid ihr sicher, dass das eine gute Idee ist? Wonder Man, ich werde euch nie wieder die Verhandlung überlassen. Kann's verstehen. Harte Worte, Leroy. Obwohl Finn ihm wirklich völlig auf den Leim gegangen ist. Aber er hat sein Bestes gegeben und das ist das Wichtigste. Wir haben unser ganzes Geld verloren. Schlimmer noch, wir müssen uns unsere Flucht aus der Stadt erkaufen. Erstens war es unser Geld, nicht eures. Und zweitens, braucht ihr euch keine Sorgen zu machen, ich werde schon dafür sorgen, dass wir hier rauskommen. Ist euch das recht, Finn? Schließlich seid ihr und Leroy auf der Flucht. Ich werde mich nützlich machen und das nötige Geld verdienen. Jo. Danke für euer Vertrauen. Also los, packen wir es an. Ja, dann müssen wir mal schauen, was wir jetzt hier für Jobs irgendwie bekommen. Ja, mal zu ihr. Hehe, seid ihr wegen Herrn Schlamassel hier? Was kann ich für euch tun, Fräulein? Ich suche Arbeit, damit ich Herrn Schlamassel bezahlen kann. Arbeit? Hm, dann wollen wir mal sehen. Hier ist die Liste der offenen Stellen. Sagt Bescheid, wenn euch eine davon zusagt. Wir können Kellnern bei McDonald's, Magd in der Residenz de la Mare werden, Kinder hüten oder nichts davon. Was wollen wir machen? Ihr könnt entscheiden. Tolle Jobs. Kinder hüten schrecklich. Kinder hüten, Menker. Mann, warum? Nichts davon ist immer gut, ja. Annie als Mami. Wunderbar. Alle verzogen. Da müssen wir im Waisenhaus, was später wahrscheinlich zum Bordell wird, Kinder hüten. Unglaublich. Soll ich wirklich Kinder hüten? Wenn ihr das wollt, dann mache ich das. Na komm. Seid ihr sicher, dass ihr Kinderhüten annehmen wollt? Es wird doch nicht ohne Grund nochmal gefragt. Oh.
Ja? Ja? Wirklich? Ich glaube einfach ja, ne? Geht zum Waisenhaus, dort wird man euch sagen, was zu tun ist. Aber denkt daran, schlagt nicht über die Stränge. Ich weiß nicht, ob mir das gefallen wird. Ich dachte schon, sie sagt, schlagt die Kinder nicht. Uiuiui. So, Tante Anni ist am Start. Hallo. Willkommen im Waisenhaus von Genua. Ja, ja, das hast du mir schon erzählt. Ja, ja, ja. Okay, mit ihr nicht. Da soll ich schon mit ihr hier reden. Ich ruhe mich nur kurz aus. Oh, ich hoffe, sie lassen mich in Ruhe. Oh, ihr seid das neue Mädchen. Ihr seid meine Rettung. Naja, ich schätze, ihr wisst, was zu tun ist. Dann überlasse ich euch die Aufsicht. Viel Glück. Und da rennt sie davon. Ja, oh Gott. Endlich frei. Oh Gott. Diese Kinder. Nein. Oh, Melina, gib dein Bestes. Huhu, Kinderchen. Wollt ihr spielen? Lasst uns Verstecken spielen. Mich findet ihr nie. Klasse. Jetzt seid ihr dran. Oh ja, cool. Und Menkermensch, herzlichen Dank für dein Cheer. Oh, dann muss es gut werden jetzt, ne? So, wir müssen 5 Kinder finden. Anni hat die Kinder verbummelt. Na, mal gucken. Ist das Kind vielleicht im Huhn? Oh je. Können die auch irgendwo... Ich weiß nicht, können die irgendwo drunter sein? Ich gehe da auf keinen Fall nochmal hinein. Ich hasse Ratten. Achso, da gehen wir nicht runter. Oh, also ich gehe in die Häuser, ne? Mal gucken. Ist das eins? Ich weiß, wir haben wenig Geld, aber meine Mami arbeitet hart, damit sie es sich leisten kann, mich zu den Kämpfen im Kolosseum mitzunehmen. Meine Mami ist total cool. Wer ist euer... Was? Achso, wer ist euer Lieblingskämpfer? Ich habe solche Angst vor Leeroy, dem Exterminator. Manchmal habe ich sogar Albträume von ihm. Aber sag das nicht meiner Mami, ja? Dann würde sie mich nie mehr ins Kolosseum mitnehmen. Mein Kleiner liebt das Kolosseum über alles. Ich wünschte nur, er würde sich mehr für die praktischen Dinge im Leben interessieren. Wie Hausarbeit, Kochen und seinen Lebensunterhalt zum Beispiel. Aber das wird er noch früh genug lernen, wenn er erwachsen ist. Vorerst sollen ihm seine Träume vergönnt bleiben. Na dann. Aber hier ist auf jeden Fall keins der Waisenkinder. Nee, das ist kein Waisenkind. Das ist einfach nur ein kleines Kind mit Eltern. So, hier irgendwo. Mit denen hatten wir gequatscht. Da unten ist eins. Die mit den roten Haaren. Pippi Langstrumpf hier. Ich weiß, das Beste versteckt aller Zeiten. Ja, oder? Werdet Millionär. Spielt und gewinnt. Geöffnet von 22 bis 4 Uhr. Ich möchte Millionär werden. Meine Hühner sind ausgebüxt und streuen jetzt in der ganzen Stadt herum. Was? Ihr wollt mir helfen, sie einzufangen? Ja, auch das. Wir haben so viel zu tun hier in dieser Stadt. Kommt nicht in Frage. Beim letzten Mal habe ich das so einem grüngewandten Jungspund überlassen, der nichts als Schabernack im Sinn hatte. Er hat meine Hühner sogar als Flughilfe missbraucht. So ein Unfug, wirklich. Meine armen Hühner waren wochenlang völlig traumatisiert. Lieber kümmere ich mich selbst darum. Na, wer hat die Anspielung verstanden? Ah, schön. Ach ja, das gute Evolent. Und die Easter Eggs. So, wir gehen mal ins Innen, ne? Dein Gesicht ist doch nicht so schlimm, oder warum rennen sie vor dir weg? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, das müssen die beurteilen. Bin ja auch davon ausgegangen, dass es nicht so schlimm ist. So, hier ist noch eins. Ha! Das ist unfair! Wieso ist das unfair? Nur weil ich hier so ein Kind finde, finden die das unfair? Da ist keins. Da ist auch keins. Bestimmt versteckt sich eins unter der Theke. Vielleicht im Shop. Da ist noch eins. Oh nein, wie habt ihr mich gefunden? Ihr seid nur kleine Kinder, die findet man schnell. Meine Güte, der läuft hier immer im Weg rum. Hatte ich hier schon reingeguckt? Ich kann mir sowas immer nicht merken.
Wer ist das? Das Leben ist ohnehin schon hart genug. Und dann muss dieser Krieg ausbrechen und mir mein Geschäft ruinieren. Jedenfalls hoffe ich, dass wir hier zumindest etwas Schaden abbekommen. Schaden ist gut fürs Geschäft, besonders meins. Naja, das würde ich mir nicht wünschen. Ah, da waren wir aber drin. Da hat die Mutter und der Sohn gewohnt, naja. Zwei Kiddies fehlen noch. Hier war ich schon. Die haben wirklich Angst vor mir, die Hühner. Ah, vielleicht hier bei Wokdonalds. Nee, kein Kind. Was ist denn das hier eigentlich? Tageskarte. Vorspeise, knackiger Salat mit sechsbeinigem Ungeziefer. Hauptspeise, kleine Ratte, gedämpft in ihren suspekten Körpersäften. Nachspeise, Pastete, Haar des Kochs. Tagesgericht, Rinderknorpel, Big Wok mit schimmelresistenten Pommes frites. Guten Appetit. Gönnt euch! Ja, wirklich alle geldgeil und oberflächlich. Ist einfach so in der ganzen Stadt hier, ey. Unglaublich. Wirklich. Hallo, wir müssen noch ein Kind finden. Vielleicht hier. Nee, war ich ja schon drin bei der Omi. Die ja so stolz auf ihren Dalkin ist. Ich weiß nicht, ob wir hier auf die Mauer raufkommen. Zwei Kiddies fehlen noch. Aber hier waren wir doch überall schon, oder nicht? Oh, da ist eins. Da rechts in der Ecke. Da bekommst du doch Hunger auf jeden Fall. Vor allem bei der Ratte. Ratte am Stiel. Ihr habt das echt drauf, Fräulein. Ja, und jetzt verrat mir bitte, wo das letzte Kind ist. Oder kommen wir in die Bibo? Nee, kommen wir nicht rein. Irgendwo ist noch ein Kind. Aber wir waren doch hier eigentlich auch schon. Ah, wobei, nee, ja. Doch. Ja, nein, vielleicht. Ich weiß es gerade nicht. Aber hier kommen wir bestimmt nicht durch, oder? Kommt ja keiner in den Knast. Ach, da ist es. Was? Verrattet das letzte Kind? Vielleicht hat es sich im Waisenhaus versteckt. Das wäre es gewesen. Nee, aber hier ist es in der Ecke. Jetzt schon? Habt ihr etwa Superkräfte oder sowas? Habe ich. So, und ich glaube, wir haben alle Kiddies gefunden. Oben steht zumindest 5 von 5. Das seht ihr zwar nicht, aber... Ja, doch, ihr seht ein Stück von der 5. Dann gehen wir mal zurück ins Waisenhaus. Gucken, wie viel Geld wir jetzt verdient haben. Danke, Fräulein. Ihr seid ja so cool. Dafür werdet ihr bezahlen. Hallo, wie aggressiv. Nächstes Mal findet ihr mich nicht. Kommt uns gerne jeden Tag besuchen. Seid ihr in Ordnung? Wie ist es gelaufen? Sie haben sich doch hoffentlich benommen. Na, geht so. Schon wieder. Aber ich muss sagen, ich habe sie vermisst. Hier, das ist für euch. 80 Gold. Danke für eure Hilfe. Kommt gerne wieder. So, wir haben jetzt 91 Gold. Das heißt, es reicht noch nicht. Wir müssen noch einen anderen Job annehmen. Oh, ist es schon Abend? Was für ein Tag. Höchste Zeit, ins Gasthaus zurückzukehren. Oh nee, ich will aber nicht ins Gasthaus, weil dann müssen wir hier Geld bezahlen. 50 Gold. Nee, zum Übernachten, das will ich nicht. Ich will den nächsten Job haben. Bedauere, Schätzchen, aber für die Nacht habe ich keine Arbeit für euch. Ey, jetzt müssen wir hier die Nacht verbringen oder vergeht die Zeit automatisch? Willkommen im Gasthof, ja, ich weiß. Ach man, ich will nicht. Das ist so teuer. Gibt's hier denn eine... Nee, eine Ingame-Zeit gibt's in der Art auch nicht. Bleibt ihr hier? Ja. Da müssen wir also wirklich alle drei Jobs machen, ich sag's euch. Es ist eine krasse Abzocke hier. Hier ist die Liste der offenen Stellen. Sagt Bescheid, wenn euch eine davon zusagt. Wir können Kellnern bei Wokdonalds und wir können Magd in der Residenz Delamare werden. Ja,
Wir kellnern jetzt. Seid ihr sicher, dass ihr Kellnern bei McDonald's annehmen wollt? Ja, wir haben ja eh nicht genug Geld. Geht zu McDonald's, dort wird man euch sagen, was zu tun ist. Aber denkt daran, esst bloß nichts dort. Nicht, was ich mir als Kind vorgestellt hatte. Und Menka, dankeschön noch für den Cheer. Ich wollte immer Astronaut werden. Jetzt wären wir halt Kellner. Naja, Kellner bei McDonald's. Uiuiui, da, ne? Das Restaurant zum Goldenen W. Hey yo, willkommen bei McDonald's. Die Küche ist noch geschlossen, schaut später nochmal vorbei. Oh, seid ihr die neue Kellnerin? Habe ich eine Wahl? Perfekt, ihr kommt gerade rechtzeitig, der Service beginnt gleich. Soll ich euch erklären, was ihr zu tun habt? Ja. Ihr werdet sehen, es ist kinderleicht. Wenn ihr aufmerksam hinschaut, seht ihr, in welcher Stimmung der Gast ist. Der Gast kommt herein und nimmt Platz. Ihr müsst ihm Zeit geben, in Ruhe sein Gericht zu wählen. Dann wird er seine Bestellung aufgeben. Danach kommt ihr zu mir, um das Gericht abzuholen und es dann dem Gast zu servieren. Verwechselt nicht die Bestellung. Oh je. Als nächstes nimmt der Gast seine Mahlzeit ein. Manche Gäste brauchen dazu mehr Zeit als andere. Stört ihn nicht beim Essen. Die meisten Gäste hassen das. Sieht das Essen. Ja, es ist wirklich so, da haut man einfach ab. Oh. Wenn er fertig ist, wird er schnell bezahlen wollen, bevor er geht. Geht also schnell zu ihm, damit er nicht geht, ohne zu zahlen. Völlig ungewöhnlicher Ablauf in einem Restaurant, ist wirklich so, ne? Wer hätte es gedacht? Versucht, mehrere Bestellungen gleichzeitig entgegenzunehmen, bevor ihr serviert. So mögen es die Gäste. Ihr könnt allerdings immer nur jeweils ein Gericht servieren. Das wär's. Kinderleicht, oder? Wollt ihr, dass ich die Anweisung wiederhole? Nein. Nein. Danke. Wunderbar. Damit haben wir offiziell geöffnet. Die hatten die ganze Zeit nur keinen Kellner, ich sag's euch. Okay, also hier, die ersten beiden Gäste sind da. Mal gucken, was die wollen. Sind auf jeden Fall happy und suchen. So, hallo. Ich habe mich noch nicht entschieden. Naja. Okay, der hier weiß schon. Könnte ich den Salat haben? Klar. Und du? Das Tagesgericht bitte. Okay, Salat und Tagesgericht, das machen wir. So, komm, Salat. Kann ich noch ein zweites mitnehmen? Ach so, warte mal, jetzt habe ich das Tagesgericht in meiner Tasche, richtig? Naja. So, dann holen wir jetzt noch den Salat ab. Die will auch noch... Nee, die will jetzt nicht noch einen Burger, oder? So, komm, Salat. Oh nee, der ist jetzt, der war schon ein bisschen geknickt, ne? So, dann gucken wir mal, wann die fertig sind. Ich habe ihm die Laune verdorben, weil er so lange warten musste. Die gehen freiwillig dort essen, ich verstehe es auch nicht, ne? So, jetzt hier, her mit der Kohle. Es war lecker, danke. Es war lecker? Sie hatte das Tagesgericht. Uiuiui. Es war lecker, danke. Also, die haben ja alle einfach keinen Geschmack mehr. So, da kommt die nächste. Oder die nächsten beiden. Na, mal gucken. Noch sind sie happy. Also, wenn ich mir diese Karte angucken würde, wäre ich aber nicht happy. Und willkommen zurück, Mario. Ja. Und auch der andere Mario ist wieder da. Hallo, ich möchte bitte das Tagesgericht. So, Tagesgericht? Ah, den Big Wok. Oh Gott. Tagesgericht? Und Tagesgericht. Dreimal Tagesgericht und einmal der Wok. So. Tagesgericht. Hier, komm. Tagesgericht. Nochmal Tagesgericht. Komm, komm, komm. Hier muss man sich ja wirklich beeilen. Dann nehmen wir jetzt den Wok. Ich hoffe, der da unten behält noch seine Laune. Ja, ja, ja. Man kann sich ja hier nicht vier teilen als Einzelkellner. So. Ja, ja, ja. So. Okay. Sind jetzt alle versorgt? Oh, da will wer zahlen. Der ist aber schnell gewesen. So. Okay. Komm, du bist auch noch fertig.
Mensch, mir alles gemerkt. Ach so. Okay, noch gar keins. Schauen, wie viele jetzt kommen. Dass sie sich freiwillig das Zeug reinziehen, ey. Glaubt man gar nicht, ne? So. Pastete. Dann gleich mal die Pastete. Oh, jetzt kommen aber viele. Nehmen wir jetzt mal den. Tagesgericht. Und zwar zackig. Alter. Und den Big Wok. Machen wir erstmal. Oh Gott, so schnell kriege ich das nicht hin. Oh ja. So, Tagesgericht. Kriege ich bestimmt Ärger, weil ich hier dann gleich nicht so schnell bin. So, komm. Big Wok. Einmal versorgen. So, was wollen die? Salat. Pastete. Und Big Wok. Uiuiui. Salat. Mal kurz hier abkassieren. Uiuiui. Big Wok. Den unten habe ich noch nicht gefragt, oder? Ah, shit. Ich habe die Pastete, Entschuldigung. Aber der hier wollte den Big Wok haben. Oh, der ist erbost. Auweia, komm. Hier, nimm. Keine Ahnung, was er geschrieben hat. Er war es nicht, was? Es war nicht direkt schlecht, aber eher so lala. Naja. Also bei dem einen haben wir es hier krass verkackt, ne? So, und sie hier? Im Big Wok. Boah, ich könnte niemals im echten Leben kellnern, das sage ich euch. So, er hier. Salat. Abkassieren. Nein! Hey! Hey! Alter, bleibst du hier? Ach. Ah, was will er hier? Pastete. Salat und Pastete. Meine Güte. Die haben alle einfach keinen Anstand, ne? Hauen einfach so rein. So. Habe ich den jetzt hier oben schon gefragt? Scheiße, nee, habe ich noch nicht, oder? Doch, was wollte er? Wollte der schon was? Und Hallöchen, Hunter! Verdammt, der wollte schon was, ne? Nein? Dann muss ich erst mit ihm reden. Okay, hallo! Muss ich das noch einmal sagen? Die Pastete. Ja, tut mir leid. Oh Gott, ja, Hirn wie ein Sieb, es ist echt so, ne? So, komm. Hier, jetzt nimm die... Oh, bleib sitzen. Oh Gott. Der gesagt, der kommt nie wieder her? Uiuiui. Ui, ui. Also, man glaubt gar nicht, ne? Wie schnell das gehen kann, dass man sowas vergisst. Ich hoffe, wir kriegen trotzdem eine brauchbare Bezahlung. Okay. Oh nee, da kommen noch mehr. Oder? Doch nicht? Gut, das war's für heute. Wir haben heute 15 Gäste bedient. Allerdings haben wir einen verloren. Ihr müsst besser werden, wenn ihr weiter hier arbeiten wollt. Will ich ja nicht. Die durchschnittliche Kundenzufriedenheit war 5,3. Durchschnitt. Hier habt ihr euer Gehalt. Bitte was? Von 100. Von 100. So, kommt gerne wieder, um hier zu arbeiten. 80 Gold. Wir haben jetzt 171 Gold. Ein Kellner für 19 Plätze ist auch sehr viel, das ist wirklich viel, ne? Oh, ist es schon Abend? Was für ein Tag. Höchste Zeit, ins Gasthaus zurückzukehren. Ja, ist halt echt so. Wir müssen hier wieder ins Gasthaus. Wir müssen wieder 50 Gold ausgeben, damit wir am nächsten Tag noch einmal arbeiten können. Was das für ein Game ist, das ist Evolent 2. Ich habe schon Evolent 1 gespielt. Leider ist der Stream davon nicht mehr auf Twitch verfügbar, weil das schon eine Ewigkeit her ist. Aber es ist auf jeden Fall ein RPG, aber halt ein bisschen anders gemacht, so mit lustigen Anspielungen auch auf andere Spiele. Und ja, ist auf jeden Fall jetzt gerade sehr in der Retro- Darstellung, aber die Grafik verändert sich halt im Laufe des Spiels. Ist auf jeden Fall aber ein süßes RPG. Und hat seinen Reiz. So, wir müssen hier den Typen anquatschen. Der gute Herr Schlamassel lobt euch in den höchsten Tönen. Die Nacht wird euch nichts kosten. Ach, bleibt ihr? Ja, hey, wir dürfen umsonst bleiben. Geil!
Jetzt ist natürlich die Frage, soll ich trotzdem noch aus Spaß hier den dritten Job annehmen? Geht das? Ist die Liste der offenen Stellen. Soll ich das noch machen? Oder brauchen wir das nicht? Also, wie ihr wollt, ne? Haben wir jetzt schon auf Kinder aufgepasst? Waren wir jetzt schon Kellnern? Wir könnten jetzt noch Magd in der Residenz de la Mare werden.